Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Loxon Explained, das Videoformat für alle Technikfans, Loxon-Partner und alle die, die es noch werden möchten. Heute schauen wir uns ein Thema an, mit dem Sie aufgrund der demografischen Entwicklungen zukünftig öfters in Ihrem Berufsalltag konfrontiert werden. Ich spreche von AAL, also ausgesprochen Ambient Assisted Living. Wir klären zunächst einmal ein paar allgemeine Fragen und werfen dann einen Blick auf eines unserer Referenzprojekte in den Niederlanden mit insgesamt 2300 Wohnungen. Dort schauen wir uns im Detail an, was und vor allem wie die diversen AAL-Features umgesetzt wurden. Unsere Bevölkerung wird immer älter. Lag die durchschnittliche Lebenserwartung 1950 noch bei 65 Jahren, waren es 2020 schon 79 Jahre. Und sie soll bis 2050 auf rund 83 Jahre ansteigen. Wir sprechen von einem Plus von fast 20 Jahren. Einer der wichtigsten Gründe für die gestiegene Lebenserwartung ist dabei der medizinische Fortschritt. Und natürlich wollen die Menschen ihr Zuhause im Alter nicht verlassen, sondern genau dort, in ihrem Zuhause, ein selbstbestimmtes Leben führen. Aber nicht nur in der Medizin ging es mit großen Schritten voran. Auch in Sachen Wohnen hat sich einiges getan. Während im jungen Alter durch smarte Funktionen im Wohnbereich der Komfortgewinn im Vordergrund steht, werden im zunehmenden Alter unterstützende Funktionen immer wichtiger. AAL, also Ambient Assisted Living oder auch altersgerechte Assistenzsysteme, umfassen alle Konzepte, Produkte und Dienstleistungen, die genau das ermöglichen. Technik, die das Leben vereinfacht. Kleine Helfer, die situationsabhängig und unaufdringlich unterstützen. Die Gebäudeautomation bietet hier großes Potenzial. Das zeigt unser Referenzprojekt Curivitel Bali in den Niederlanden. Curivitel bietet Pflege-, Wohn- und Komfortdienste für Menschen, die unabhängig leben möchten. Aber nicht nur unabhängiges Wohnen steht dabei im Mittelpunkt, sondern auch die Kontrolle des Raumklimas und der Beleuchtung. In diesem Gebäude sind alle Funktionen perfekt vereint. Ich bin Sandro Schipoletti von Signum Steuerungs- und Regelungstechnik. Wir installieren hauptsächlich smarte Automatisierungslösungen im Gewerbebau. Außerdem waren wir der erste Loxon Platin-Partner in den Niederlanden. Hauptsächlich statten wir Projekte mit Loxon-Technologie aus, genau wie dieses Gebäude für Curivitel. Bereits die zahlreichen Grundfunktionen eines intelligenten Gebäudes unterstützen ältere Menschen maßgeblich in ihrem Lebensalltag. Zum Beispiel in dem, dass bei Dunkelheit automatisch das Licht aktiviert wird. Eine automatische Beschattung verhindert, dass jeden Morgen und jeden Abend im ganzen Haus die Rollläden geöffnet bzw. geschlossen werden müssen. Und es gibt noch viele weitere Beispiele, die in jedem Alter das Leben komfortabler machen. Das Curivitel Bali geht noch einen Schritt weiter, denn in jeder Wohnung wurden spezielle AAL-Funktionen umgesetzt. Schauen wir uns nun genauer an, welche Funktionen das sind und vor allem, wie sie umgesetzt wurden. In allen Räumen ist ein Präsenzmelder installiert, der die Anwesenheit in einem Raum exakt erfasst. Endet die Bewegung in einem Raum, so startet eine frei definierbare Nachlaufzeit. Wird keine erneute Bewegung in einem Raum oder in einen angrenzenden Raum erkannt, wird nach Ablauf der eingestellten Nachlaufzeit der Alarm ausgelöst und das Personal umgehend benachrichtigt. Die Nachlaufzeit richtet sich je nach Raumtyp und kann individuell eingestellt werden. Neben der Sturzerkennung sorgt der Button Air für zusätzliche Sicherheit für die Bewohner. Der Button Air ist dank der funkgebundenen Air-Technologie absolut flexibel einsetzbar. Durch Betätigen des Buttons wird umgehend eine Alarmierungskette ausgelöst und das Pflegepersonal verständigt. Alternativ ist der Button Air auch als Wrist Button Air erhältlich. Sollte der Alarm einmal versehentlich ausgelöst werden, ist dies auch kein Beinbruch. Der Alarm kann mittels erneuten längeren Tastendruck sofort wieder quittiert werden. Auch die Quittierung über die Loxon App ist selbstverständlich möglich. Jeder Mensch hat seine täglichen Routinen, wie zum Beispiel das morgendliche Spazierengehen mit dem Hund oder die morgendliche Routine im Badezimmer. Weicht er von diesen typischen Verhalten ab, stimmt meistens etwas nicht. Hier gibt uns beispielsweise der Türkontakt an der Wohnungstür wichtige Informationen,
Wird die Wohnungstür morgens nicht geöffnet oder wird das Badezimmer bis 10 Uhr nicht betreten, wird eine Benachrichtigung an das Pflegepersonal abgesetzt. Auch wenn der Bewohner nachts sehr häufig die Toilette aufsucht, kann dies auf gesundheitliche Beschwerden hindeuten. Weicht die nächtliche Routine vom typischen Verhalten ab, wird das Pflegepersonal ebenfalls benachrichtigt. Gewöhnlich müssen diese Informationen täglich vom Patienten eingeholt werden. Dank der intelligenten Gebäudetechnik wird dies nun überflüssig. Gerade die Einnahme von wichtigen Medikamenten wird im Alter oftmals vergessen. Um dies zu vermeiden, wurde ein simpler Check realisiert. Der Medikamentenschrank ist mit einem Türkontakt ausgestattet. Wird die Tür täglich nicht mindestens dreimal geöffnet, wird ebenfalls wieder das Pflegepersonal benachrichtigt. Sie sind in der Elektrobranche zu Hause und wollen in Zukunft auch so ausgeklügelte Projekte wie das Kyre Vitel Bali umsetzen? Dann ist die vielseitig einsetzbare Haus- und Gebäudeautomation von Luxon genau das Richtige für Sie. Klicken Sie jetzt auf den Link und informieren Sie sich unverbindlich über eine Partnerschaft mit Luxon. Dies war ein kurzer Überblick über die Möglichkeiten mit der Haus- und Gebäudeautomation von Luxon. Möchten Sie in Zukunft keine spannenden Projekte und deren Umsetzung mehr verpassen, abonnieren Sie doch unseren YouTube-Kanal. Und wie immer freuen wir uns über einen Daumen nach oben. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.